Meine Damen und Herren, wir bitten einen Moment um Ihre Aufmerksamkeit. Wir werden Ihnen einen kurzen Film zeigen, der Sie mit den Sicherheitsvorkehrungen dieser Maschine vertraut machen wird. Ladies and gentlemen, we kindly ask for your attention. We will show you a short movie making you familiar with the safety features of this aircraft. Willkommen an Bord dieses Condor-Fluges. Bitte schenken Sie uns Ihre volle Aufmerksamkeit, während wir Sie mit den Sicherheitsvorkehrungen dieses Flugzeugs vertraut machen. Sie sind dazu verpflichtet, Hinweisschildern, Leuchtzeichen und Anweisungen der Besatzung jederzeit Folge zu leisten. Achten Sie darauf, dass Ihr Handgepäck sicher unter Ihrem Vordersitz oder in dem Gepäckfach über Ihnen verstaut ist. Das schwerste Gepäckstück ganz hinten. In der Business Class muss das gesamte Handgepäck in den Gepäckfächern verstaut werden. Notausgangsreihen, Gänge und Bereiche von Trennwänden müssen jederzeit freigehalten werden. Bitte öffnen Sie die Gepäckfächer vorsichtig, damit nichts herausfallen kann. Zum Schließen des Sicherheitsgurtes führen Sie die beiden Gurtteile zusammen und ziehen Sie diese fest. Sie öffnen den Gurt durch Anheben des Verschlusses. Die Sitze der Business Class sind zusätzlich mit einem Schultergurt ausgestattet. Da unerwartet Turbulenzen auftreten können, sollten Sie den Gurt jederzeit geschlossen und aus Sicht behalten. Leuchten die Anschnallzeichen auf, gehen Sie bitte zu Ihrem Platz und legen Sie den Gurt ein. Zulässige elektronische Geräte dürfen nicht nutzlos verwendet werden. Elektronische Geräte, die nicht in einer Hand gehalten werden können, müssen bei Start und Landung sicher im Handgepäck verstaut sein. Sollte ein Gerät während des Fluges zwischen die Sitze rutschen, verstellen Sie nicht Ihren Sitz und informieren Sie den Besatzungsgerät. Gleiches gilt, falls Ihr Gerät oder Ihr Monitor beschädigt, sehr heiß wird oder zu Qualmen beginnt. Elektronische Geräte dürfen erst dann an die Steckdosen und USB-Anschlüsse angeschlossen werden, wenn die Anschnallzeichen ausgeschaltet sind. Elektronische Geräte dürfen nur unter Ihrer Aufsicht geladen werden. Rauchen ist im gesamten Flugzeug einschließlich der Toiletten nicht gestattet, denn es ist ein Nichtraucherflug. Der Rauch von E-Zigaretten ist ebenfalls verboten. Dieses Flugzeug hat 8 Notausgänge. 4 auf jeder Seite des Flugzeugs. Sie befinden sich im vorderen, mittleren und hinteren Teil der Kabine und sind deutlich gekennzeichnet. Nehmen Sie sich kurz Zeit, um den nächstgelegenen Notausgang zu finden. Es kann auch hinter Ihnen liegen. Im Falle schlechter Sichtverhältnisse markieren Leuchtstreifen den Boden und Leuchtschilder den Weg dorthin. Um die Notausgänge zu öffnen, bewegen Sie sich bitte in freie Richtung. Durch Öffnen der Türen im Notfall blasen sich die Notrutschen automatisch auf. Falls nötig, können einige Rutschen vom Flugzeug getrennt und als Floß oder Schwimmsäle genutzt werden. Im Notfall lassen Sie Ihr Gepäck zurück und ziehen Ihre hochhackigen Schuhe aus. Dieses Flugzeug ist mit einer Druckkabine ausgestattet. Im unwahrscheinlichen Fall eines Druckverlusts fallen automatisch Sauerstoffmasken aus dem Deckenfach über Ihnen. Ziehen Sie eine der Masken zu sich heran, um den Sauerstofffluss zu starten und drücken Sie die Öffnung fest auf Mund und Nase. Befestigen Sie die Maske mit Hilfe der elastischen Bänder. Setzen Sie erst Ihre eigene Maske auf, dann helfen Sie anderen. Es folgt ein kontrollierter Sinkflug auf eine geringere Flughöhe, auf welcher keine Masken benötigt werden. Ihre Schwimmweste befindet sich unter Ihrem Sitz. Auf Anweisung der Besatzung nehmen Sie die Weste aus dem Beutel und ziehen Sie diese über Ihren Kopf. Führen Sie den Gurt um den Körper, haken Sie ihn ein und ziehen Sie ihn fest. Blasen Sie die Weste nicht im Flugzeug auf. Unmittelbar beim Verlassen des Flugzeugs ziehen Sie einen Gurtbegriff, um die Weste aufzublasen. Falls nötig, kann die Weste mit Hilfe des Gurtschlauchs aufgeblasen oder nachgefüllt werden. Die Weste verfügt über eine Seife sowie ein Licht, das mit Kontakt mit Wasser aufleuchtet. Falls die Besatzung Sie zur Einnahmeschutzhaltung auffordert, stellen Sie sicher, dass Ihr Gurt fest geschlossen ist und nicht im Umfang. Stellen Sie dann die Füße leicht auseinander, fest auf den Boden.
Abhängig von Ihrem Platz lehnen Sie sich entweder nach vorn mit den Händen am Sitz vor Ihnen und der Stirn auf Ihren Händen. Oder legen Sie den Kopf auf die Knie und greifen Sie den Unterplatz Ihrer Schiffe. Nehmen Sie sich vor dem Start eine Minute Zeit, um sich die zusätzlichen Informationen auf der Sicherheitskarte durchzulesen, die sich in Ihrer Sitztasche befindet. Wir sind gleich bereit zum Start. Stellen Sie sicher, dass Ihr Sicherheitsgurt fest sitzt, Ihre Rückenlehne und Kopfstütze aufrecht und die Armlehnen heruntergeklappt sind. Verstauen Sie Ihre Tische und den Lenkerhalter. Fahren Sie Ihre Fußstütze ein und Fensterblende. Auch Monitore und Fernbedienungen müssen zu diesem Zeitpunkt verstaut werden. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Lehnen Sie sich zurück, spannen Sie sich und genießen Sie diesen Condor-Flug.
Thank you.
Herzlich willkommen in Frankfurt, meine Damen und Herren. Bitte bleiben Sie noch so lange angeschnallt sitzen, bis wir unsere Parkposition erreicht haben, die Triebwerke ausgeschaltet wurden und die Anschnellzeichen über Ihnen erloschen sind. Nach Erreichen unserer Parkposition öffnen Sie die Staufächer über Ihrem Sitz bitte vorsichtig, damit keine Gegenstände herausfallen können, und überprüfen Sie nochmals die Sitztaschen nach persönlichen Gegenständen. Im Namen von Condor-Kapitän Förster und seiner gesamten Besatzung möchten wir uns hier recht herzlich von Ihnen verabschieden. Wir hoffen, der Flug mit uns hat Ihnen gefallen und würden uns freuen, Sie wieder einmal an Bord einer Condor-Maschine begrüßen zu können. Kommen Sie gut nach Hause oder gegebenenfalls eine angenehme Weiterreise. Tschüss und auf Wiedersehen. Welcome to Frankfurt, ladies and gentlemen. Please remain seated with your seatbelt fastened until we have reached our parking position. The engines have been turned off and the fastened seatbelts on the above here have been switched off. After reaching our parking position, please open the overhead lockers carefully in order to avoid falling objects. Furthermore, we kindly ask you to double check your seat pockets for any personal items or valuables. On behalf of Condor Captain Förster and his entire crew, we would like to say goodbye to you. We hope you enjoyed your flight with us and would be glad to welcome you again on board of one of our Condor aircrafts. Have a safe journey home or an enjoyable onward flight. Tschüss and bye-bye. Disarmed us.